Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei meinem neuen Video. Wie du sehen kannst, bin ich heute an einem ganz ungewöhnlichen Ort für meine Vlogs. Und zwar befinden wir uns hier auf der Comic-Con in Dortmund 2021. Das ist die erste Comic-Con, die wieder stattfindet hier bei uns in Deutschland. Nach dem großen Lockdown und dem ganzen Theater in den letzten anderthalb Jahren ist es jetzt wieder eine neue Comic-Con, die gestartet ist. Ich nehme dich jetzt einfach mal ein bisschen hier mit auf dem Gelände von dieser Comic-Con. Hier auf der Seite haben wir dann die Bühne. Das ist der gesamte Außenbereich der Messe hier in Dortmund. Der wird hier genutzt für die Veranstaltungen und für die Buden, die Essensstände und so weiter. Denn nach den Corona-Vorschriften dürfen nur höchstens 1000 Leute gleichzeitig in die Halle direkt hinein. Von daher haben die halt vieles hier nach draußen verlagert. So, wir gehen jetzt hier auch gleich mal in die Halle hinein. Hier auf der Seite siehst du erstmal nochmal die ganzen Essensgelegenheiten hier. Man bekommt halt Hamburger und so weiter und Krebs. Alles natürlich zu extrem hohen Messepreisen, das ist klar. Ich fahre dich jetzt noch mal ein kleines Stückchen aus hier mit der X2. Ich habe mich dazu entschlossen, hier heute mit der X2 zu filmen, da ich da das Beste eigentlich ganz gut mit abdecken kann. Ich habe zwar auch noch die Hero 9 mit dabei, jedoch werde ich die dann entweder später oder gar nicht heute einsetzen. Okay, ja, das ist wie gesagt hier der gesamte Vorplatz mit der Bühne im zentralen Bereich. Da finden halt die ganzen Panels statt für die Stars, die eingeladen sind. Erstaunlicherweise sind auch einige gekommen. Also es ist nicht so, dass das Ganze irgendwie minderwertig wäre hier oder so. Hier tut sich dann schon einiges. Gut, und dann werde ich jetzt auch gleich mal meine Maske wieder aufsetzen und dann gehen wir mal in den Innenbereich rein, wo ich ja auch meinen Stand habe, den zeige ich euch dann gleich mal. So, ich hoffe, mich kann man jetzt trotzdem noch ganz gut verstehen, auch wenn ich die Maske hier aufhabe. Ich habe, wie gesagt, wieder das Rotmikrofon an, so dass der Ton eigentlich ganz annehmbar sein sollte. Ja, und wenn wir jetzt hier in die Halle hineinkommen, gehen wir auch direkt gleich auf unseren Stand zu. Den Final Fun Stand mit den Überraschungstüten und unserer Verlosaktion mit den Rubbellosen, wo man halt pro Karte 3 Felder freirubbeln kann und dann kann man einen dieser Preise gewinnen. Ja, und da haben wir ja auch unseren netten Mitarbeiter, den Jachi. Sag mal hallo. Hallo. Wie geht's dir? Wunderbar, danke. Wie stehen die Aktien hier? Ach, Moment, schlecht. So wenig Leute. Ja, hätten ein bisschen mehr Leute sein können, ne? Naja. Ein bisschen mehr, ja. Aber wir machen wie immer das Beste draus, ja, und versuchen ein bisschen was zu verkaufen. Geht. Ja, aber du hast auch Spaß hier, ne? Das ist super. Vielen Dank. Danke. Ja, dann gehen wir hier gleich noch mal ein bisschen weiter. Figuren aus Italien haben wir hier. Weitere Figuren, sehr günstig auch, sehr gutes Angebot, Poster, Schwerter und ja, wir nehmen jetzt einfach mal so einen kleinen Querschnitt hier mit, indem wir hier mal so ein bisschen durchgehen. Vielleicht sehe ich auch noch das eine oder andere bekannte Gesicht, so dass wir da noch ein paar schöne Aufnahmen mitmachen können. Okay, hallo. Ja. Überraschungstüten bieten natürlich auch andere an. Ist recht beliebt. Ja. Gehen wir mal ganz außen lang. Ja, die Popfiguren, die sind ja auch immer sehr beliebt. Und hier haben wir dann Plüschtiere, Masken natürlich. In dieser Zeit kommt keiner mehr ohne Maske aus. T-Shirts. Viele Retro-Geschichten werden hier halt angeboten, auch Figuren und so weiter. Ja, das ist der liebe Kau. Ja, dann gehen wir
mal gerade aus vorbei. Und hier haben wir meinen Freund, den Kao. Oh, hallo. Ja. Ich habe ja keinen. Ich mache ja YouTube. Ich habe ja einen eigenen YouTube-Kanal und bringe da mal so ein bisschen interessante Sachen und jetzt auch von den Shows, von den Comic-Cons. Aber ich bin nicht so interessant. Naja, sei nicht so negativ. Ja. Man muss immer die positiven Seiten sehen. Das ist immer wichtig bei so einer Geschichte. Ne? Ja, der Kao hat hier einen wirklich interessanten und schönen Stand. Kao macht auch sehr viel mit K-Pop, was wahnsinnig angesagt ist. BTS und das hast du ja alles mit im Programm. Ne? Ja. Und auch sehr gute Preise. Kao hat die besten Preise in dem Segment. Das kann man echt sagen. Also kann ich jedem nur empfehlen. Hast du einen Webshop mittlerweile auch, einen Onlineshop? Falls du mal einen hast, dann werde ich auf jeden Fall auch die Adresse in den Videos mit rein einblenden. Ja. Alles klar. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf der Messe. 360. Ja, 360, genau. Und kann ich dann auch noch so ausziehen. Gibt man eigentlich immer ganz nette Ansichten. Ich schicke dir dann mal den Link zu dem Video, kannst du dir dann angucken. Ne? Ja. Okay, ja, dann habt noch viel Spaß, gute Geschäfte. Bis dann. Ja, wir gehen jetzt hier nochmal weiter. Und filmen hier noch ein bisschen. Gehen wir hier auch mal durch. Was finden wir hier? Jede Menge Pops wieder mal. Nein. Ganz tolle Bücher. Sehr schöne Bücher. Wie seid ihr denn hier zufrieden auf der Messe? Eigentlich schon. Ja. Wir sind ein bisschen wie Exoten, weil wir ja nur Bücher und kein Merchandise quasi. Ist klar, ja. Aber warum nicht? Das beißt sich ja nicht. Alle sehr entspannt. Sehr ja, cool. Sehr nett. Trotz der schweren Zeiten muss ich auch sagen. Ne, die und ich finde auch gut, dass es klein ist. Ja, ja genau. Ja, wurde so erschlagen wirst von dem Angebot. So hat man wirklich Zeit, sich das auch mal in Ruhe ein bisschen anzuschauen. Ne? Unterglück ist ja, dass wenig bekannte Stars da sind. Ja. Interessieren sie gar nicht dafür. Ja, richtig. Natürlich laufen die mehr rum und schlendern. Aber wenn das große Stars sind, dann sind die Leute. Die ziehen das so ab, ne? Genau. Stimmt, hast vollkommen recht, ja. Und ich finde total gut. Ja. Okay. Wünsche ich euch noch gute Geschäfte, habt viel Spaß. Bis denn. Ja, und wir gehen dann hier noch mal ein bisschen weiter. So. Ja, durch alle Gänge müssen wir jetzt ja nicht unbedingt gehen. Oder habt ihr Lust, wollt ihr, dass ich euch alles hier so ein bisschen zeige? Da waren wir eben schon, da habe ich, wie gesagt, meinen Stand mit den Tüten, den Final Fun Stand. Und die Schwerter sind dann da. Hier auf der rechten Seite finden sich halt jede Menge kleine Künstler, die ihre handgemachten Sachen dann da anbieten. Wirklich schöne Geschichten auch dabei. Das finde ich interessant, das ist so dieses Glasätzen. Da werden individuelle Gläser gefertigt, auch mit hochinteressanten Motiven. Ja, hier nochmal ein so ein Klamottenstand für die Mangas, für die Manga-Mädels. Die finden hier alles für ihr Cosplay. Ja, das ist dann das Sales Desk für die Fotoshoots und die Autogramme. Okay. Und dann haben wir hier auch schon eigentlich den Anfang und nicht das Ende der Veranstaltung erreicht. Wir gehen jetzt hier gleich nochmal die Rolltreppe hoch. Denn dort oben kommen wir zum eigentlichen Eingangsbereich. Und da will ich euch dann auch noch ein bisschen was zeigen. So, dann einmal hier die Rolltreppe hochgefahren. Das lasse ich dann sicherlich ein bisschen schneller laufen, damit das nicht so lange dauert und langweilig für euch wird. Okay. So, jetzt sind wir hier oben auf der Ebene angekommen. Dann können wir auch gleich noch mal einen Blick nach draußen werfen. Auf den Vorplatz der Veranstaltung. Mit der Bühne, da findet jetzt gerade nichts statt. So, dann habt ihr das auch noch mal aus diesem Blickwinkel gesehen. Okay. Und wenn wir dann hier jetzt weitergehen, dann kommen wir auf so eine Art Balustrade, wo man die gesamte Messe ganz gut überblicken kann. Ich fahre euch doch noch mal ein Stückchen aus.
So. Von der Seite auch noch mal. Genau. Ja, das ist dann die Comic-Con Limited in Dortmund. Die erste Comic-Con, die in 2021 wieder stattfindet hier in Deutschland. Sehr gute Gelegenheit, um mal wieder ein paar Geschäfte zu machen und dass das Ganze halt wieder in Gang kommt. Okay. So. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal auf den eigentlichen Eingangsbereich zu und dann kann ich euch da auch noch ein bisschen was zeigen. Auf der linken Seite seht ihr dann die Stargäste, die gekommen sind. Gestern waren es noch ein paar mehr, heute ist Sonntag. Und ja, ich glaube, die sind jetzt auch gar nicht da, haben vielleicht gerade Fotosession oder dergleichen. Und was wir dann auch finden hier in diesem Eingangsbereich sind die Cosplayer. Die haben hier ihre eigenen Bereiche und stellen ihre Kreationen vor. Kann man hier ganz gut sehen. Richtig viel Arbeit steckt da drin. Wer selber Cosplay macht, der weiß das. Und ja, das ist halt ein Hobby, wo man wirklich mit Herzblut dabei ist. Autogramm-Wundertüten, auch eine interessante Idee, geordnet nach den einzelnen Serien. Künstlertisch. Ja, Cosplayer, so Endside-Cosplayer, so wie Mad Max oder Fallout eher. Sieht mir stark nach Fallout aus. Sehr schick, sehr, sehr schick. Hier kommen wir dann zum Bereich Resident Evil, Umbrella Corporation. Sehr schick. Raccoon City, welcome to Raccoon City, home of Umbrella. Das ist wirklich klasse gemacht. Resident Evil Cosplay, immer beliebt, wirklich toll. Super, ja, schön. Ja, hier geht es noch weiter mit Resident Evil, mit einzelnen Props. Ganz klasse, Dankeschön. Ja. Könnt ihr den erkennen? Oh, und dann haben wir hier noch ein paar Kreationen. Einmal den Hund aus Resident Evil. Und den Licker, der hat sich hier gerade ein menschliches Opfer gegriffen. Sehr schön. Klasse, danke. Ja, natürlich. Und hier haben wir dann die Models. Resident Evil Models. Die Models. Ja. Top Models. Du bist bestimmt Jill Valentine, oder? Ja, du bist Jill Valentine und du bist Claire. Ja, wo ist die Tonnerie? Die Jacke ist da drin. Ja. Ja, sehr klasse. Ganz fantastisch. Vielen Dank. Gerne. Hier liegt auch noch ein weiteres Opfer. Und die Ghostbusters. Die Ghostbusters sind natürlich auch mit dabei. Mit dem Slimer. Der verteilt hier Marshmallows. Und ein großer aufblasbarer
hat auch zwei verschiedene Arten Luftfahrer. Ja. Ich habe mir dann auch die ausgesucht, die sind ja nur am besten. Ganzen Gerätschaften der Ghostbusters. Der Slimeblower. Sehr viel technisches Gerät, was man alles so braucht zur Geisterjagd. Ein Protonenpack und ein großer Marshmallow-Mann zum Aufblasen. Sehr schön. Ja, dann bewegen wir uns hier mal wieder auf dem Weg zurück. Und ich werde dann noch ein wenig arbeiten müssen. Ist auch sehr schön. Ein Zombie-Cop. Ja. Ja, so, und dann haben wir hier auch wieder meinen Ausgangspunkt gefunden, meinen eigenen kleinen Stand hier auf der Comic-Con in Dortmund, der Limited Edition. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, schreib einen schönen kleinen Kommentar. Du kannst natürlich den Kanal auch gerne abonnieren, falls du das nicht eh schon gemacht hast. Die Glocke drücken ist immer wichtig, damit du aktuell informiert wirst, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, und dann bleibt mir nur dir wie immer zu wünschen, dass du gesund bleiben mögst, hab viel Spaß, unternehm was Schönes, so wie ich hier heute, auf der Comic-Con in Dortmund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder in meinem nächsten Video. Also, mach's gut und bis dann, dein Matthias. So. Schönes Ding. Ja. Wo sind wir? Da, da sind wir. Da sind wir, ja. Genau. So, dann. Dann sagt der Jache jetzt auch nochmal Tschüss zu euch. Alles klar, ich wünsche viel Spaß, bis zum nächsten Mal, ne? Hoffe, ich klappt das besser. Ja, ciao. Ciao. Gut.